Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich bin jetzt mehr oder weniger wieder komplett gesund und ich denke, meine Stimme hört sich jetzt auch wieder erträglicher an als in den letzten beiden Videos. Und bevor es jetzt zu dem eigentlichen Update zu den Campo Notus Compositor kommt, möchte ich einmal kurz euch was zeigen. Und zwar habe ich meinen Ameisenschrank ein bisschen aufgerüstet, hinten ein LED rangebaut. Das kann beliebige Farben annehmen. Und wenn ich die Campo Notus filme, also wie jetzt in diesem Video, dann möchte ich das Licht zu grün machen. Und die Serviformica Fusca stehen ja auch noch auf diesem Tisch. Und dieses rote Licht mache ich dann immer an, wenn ich die Serviformica Fusca filme. Ja, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich finde die Idee eigentlich ganz gut. Und es sieht einfach wirklich, wirklich schön aus. Das nur kurz vorweg und jetzt geht's auch schon direkt zu der kleinen Anlage. Ja, momentan haben sie noch ein recht kleines Reich. Sie wohnen in so einer kleinen Sammlerbox von einem schwäbischen Möbelhaus. Ein Thermometer seht ihr hier drin, damit ich die Temperatur kontrollieren kann. Dann ein Reagenzglas, welches nicht unter der Heizmatte liegt. Und dann noch ein Reagenzglas, welches unter der Heizmatte liegt. Und die Kolonie befindet sich momentan auch darin. Ich habe es einfach so gemacht, damit sie sich aussuchen können, welche Wärmebereiche sie haben. Als Ausbruchschutz nehme ich Talkum, keinen Deckel. Ich glaube, man kann es hier so ein bisschen erkennen, damit die Luftfeuchtigkeit auch möglichst gering ist. Denn es soll ja so ein Wüstenbecken sein. Temperatur immer über 25 Grad. Und die werden auch bald in ein richtig schönes Wüstenbecken umziehen. Hier haben sie noch ein bisschen Zucker-Honig-Lösung und dann noch eine Tränke und ein bisschen Kiesel. Wie gesagt, bald kommen sie in ein schönes Wüstenbecken. Bis dahin müssen sie noch hierhin wohnen, aber da die Außenaktivität auch ziemlich gering ist, macht das eigentlich nichts. Und hier könnt ihr jetzt einmal die kleine Kolonie sehen. Ja, bekommen habe ich sie, wie lange ist das her? Vor zwei, drei Wochen habe ich sie, glaube ich, bekommen. Machen sich ganz gut. Eine Arbeiterin ist leider gestorben. Das geht aber völlig klar. Das war wahrscheinlich noch wegen des Umzugsstresses. Haben jetzt aber auch schon mehr oder weniger ziemlich viel Brut. Und ich habe gerade gesehen, es ist eine Arbeiterin neu geschlüpft. Also die erste Arbeiterin, die jetzt hier bei mir schlüpft. Daher auch das Update. Und ich packe jetzt einmal kurz die Nahlinse drauf. Ja, viel besser zu filmen als im letzten Video die Solenopsis. Schöne große Ameisen, hier könnt ihr die Königin sehen. Ein richtig schönes Tier. Die Königin wirkt wirklich stark, also gesund. Hat auch schon reichlich Eier gelegt. Und mir gefällt sie wirklich gut. Ihr könnt sehen, am Gas da hat sie so kleine Härchen. Im Licht schimmern die auch so silbrig. Also die Ameisenart hat schon was vom Aussehen her. Und ja, ihr seht noch das Männchen, das ist immer noch dabei, wird wahrscheinlich, wie gesagt, gepusht sein, die Kolonie. Und da ist ein Männchen dann geschlüpft, weil sie vielleicht aus Versehen mit einer Männchenpuppe gepusht haben. Aber das ist jetzt das Tolle daran, wir können ausschließen, dass die Kolonie, dass die Königin unbefruchtet ist und das Männchen daher kommt, denn ihr könnt es vielleicht schon im Hintergrund sehen. Die erste kleine Arbeiterin ist geschlüpft. Ich glaube, eben gerade in der Aufnahme konnte man sie noch sehen. Jetzt ist sie wieder verschwunden in diesem Bruthaufen. Aber na gut, also wie gesagt, die Kolonie wird jetzt hoffentlich wachsen. Die Königin ist befruchtet. Wir können ausschließen, dass sie unbefruchtete Eier legt und das Männchen daherkommt. Und da jetzt ja auch mehr oder weniger viel Brut vorhanden ist, geht es jetzt hoffentlich steil voran. Diese Art hält ja auch keine Winterruhe. Das ist ziemlich genial. Die kommt aus Mexiko. Daher wird sie jetzt die ganze Zeit weiter wachsen, weiter wachsen, weiter wachsen. Gut. Wahrscheinlich auch schnell weiter wachsen. Denn wir kommen da gleich zum nächsten Punkt. Und zwar hat die Arbeiterin jetzt von der Verpuppung bis zum Schlupf der Arbeiterin hat das jetzt ungefähr, ich glaube, 8 bis 9 Tage gebraucht. Also, vor etwas über einer Woche hat sich die Larve verpuppt und jetzt ist da im Regel, dass das eine Arbeiterin.
Das ist jetzt nicht die schnellste Entwicklung, aber für eine solch große Camponotus-Art ist das schon ganz schön was. Also, wenn man zum Beispiel überlegt, was eine einheimische Camponotus-Art da braucht, boah, also, da sind die schon richtig schnell. Und das hat mir der René von Mayans auch mitteilen können, also der hat mir das erzählt, dass diese Art fast an die Entwicklungsgeschwindigkeit von der Camponotus nicobarensis rankommt. Und damit hat er jetzt anscheinend recht behalten. Wenn man den Wärme gibt, dann entwickeln sich die Brut richtig flott. Und das macht mir natürlich Hoffnungen und freut mich. Auch ist mehr oder weniger viel Brut vorhanden, da ich viel Proteine fütter und die werden auch immer angenommen. Ihr konntet das gerade sehen, Chitinpanzer werden nicht immer rausgetragen. Das sind nur die Chitinpanzer, da es vom Ikarium auch trocken ist, schimmelt das nicht. Die werden dann vor den Nesteingang gelegt und mit den Steinen vermischt, dass sich sozusagen den Nesteingang etwas verkleinert, konntet ihr gerade sehen. Gut, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nichts. Wie gesagt, kurzes Update. Ich hoffe, jetzt geht's voran. Ihr könnt mir jetzt, wie gesagt, nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem LED haltet. Und ich wollte mich einmal noch mal kurz bedanken, habe ich lange nicht mehr gemacht und mir ist das wichtig, euch das wirklich noch mal mitzuteilen, dass ich euch, wie gesagt, dankbar wirklich dafür bin, dass mein Kanal so wächst und dass ich so ein positives Feedback von euch bekomme. Ich glaube, die Leute wissen jetzt auch, welche ich meine, die immer unter meine Videos nette Kommentare schreiben. Also Grüße gehen raus an euch. Macht euch noch einen schönen Sonntag, hoffentlich kommt das Video heute noch online. Macht's gut, bis dahin, haut rein, ciao.